Twitchit, Let Loose. Ich hab die alle schon gespielt. Mein Gott. Es gibt auch nichts Neues. Es ist alles derselbe Scheiß. Oh, mir geht's so schlecht. Oh. Hi, Christian. Moin. Ach, Mensch, na? Du, wie geht's? Ja, wie geht's dir? Ach du, also ich sitze jetzt hier vorm Studio und ich habe halt alles schon gespielt. Ich habe dann ganz geiles Spiel, falls du eins brauchst. Also was hast du? Suit 776. Ey, ist aber bitte kein Horrorspiel, oder? Das ist ein Horrorspiel. Nein, du verarsch mich. Das okay. Ist ein cozy Game. Ja, dachte ich mir. Also ich würde sagen, das ist was für dich. Du kannst ja mal ein Update geben, wie es so ist hier, und kannst ihm auch mal sagen, wie entspannt du dann so bist. So. Ich schaue es mir mal an. Ey, danke für deine Hilfe. Kannst du mit deiner Augenbraue auflegen? Ja, es ist, solange es kein Horrorspiel ist, ne? Ich vertraue ja meinem Bruder. Das sieht mir gar nicht nach einem cozy Game aus. Aber ihr wollt mich ja immer ärgern, ne? Geh mal rein in die Lachs. Suit 776, ich lass mich überraschen. Schöne Farben. Vielleicht ist das so ein Spiel über Kunst. Was ist das I zum... Eins? Aha. Suit 776 is also heavily aggressive with horror elements? Das ist jetzt aber ein Spaß, oder? Das würde Christian mir ja niemals antun. Marcy was found in her home. Dead. She hung herself. All that is left to do is ring her bell. That all it takes. Just ring the bell. Also, die Story ist, die hat sich das Leben genommen. Ich soll jetzt die Bell ringen. Junge, das war schön in meine Großhirnrinde hinten im Kopf. 771, 776. Guten Morgen, Schatz, ich bin zu Hause. Bis jetzt übel schön hier, oder? Was ist das für eine Wohnung? Die geht einfach dauernd im Kreis oder was oder wie? Ah. Bell has been rung. Hä, und nu? Gehe ich jetzt einfach zurück? Gut, können wir dann einfach wieder aus der Wohnung raus oder wie ist jetzt das der Plan? Maybe I should try ringing the bell one more time. Na gut. Ja, und nu? Also irgendwie, das ist alles andere als cozy bis jetzt. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber soll ich jetzt einfach raus, oder? Gut, dann gehen wir einfach. Sag mal, müssen wir zu Ikea? Ich gehe schon mal vor. Okay, warte mal, wir gehen einfach mal zurück. Ich meine, bis jetzt ist es nicht cozy. Ne? Bis jetzt habe ich. Digga, was? Gut, ich gehe da jetzt einfach vor. Ich habe mir keine Angst. Ist die über mir? Sie ist weg. Das war alles so ein schlimmer Albtraum, oder was? Keine Ahnung, was da gerade passiert ist.
Wir sind jetzt wieder da. NV-Charge. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Eater Open Inventory. Ach, natürlich gibt's ein Inventory. Ach, ihr Kacklappen, ich hasse euch. Wir gehen mal hier rechts lang. Kann man hier raus? Doors locked. Ja, klar. Dann gehe ich einfach mal rechts lang hier, ne, Digga. So. Ich rush jetzt hier durch. Also, ich werde jetzt hier garantiert nicht 10.000 Jahre rumlaufen. Oh, ein Schlüssel. Doors locked. Hier oben hängt irgendein Haken. Aha! Mensch, das ist ja ein super Raum. Ring the bell again. So, jetzt gehen wir ganz, ganz vorsichtig hier mal wieder lang. Dann ringen wir nochmal die Bell. Bell has been rung a fifth time. Und jetzt ist es fucking dunkel. Bleibt mir nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Schauen wir mal, ne? Geh ich da jetzt rein? Ich kann hier halt. Wartet, habt ihr das gehört? Hey, Niki hier. Ich fände es voll cool, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Sonst kriege ich kein Geld. Das wäre ziemlich doof. Ach ja. Oh, ich habe das Licht kaputt gemacht. Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, das habe ich nicht erwartet. Ich war so, ja okay, ich habe jetzt halt schon zehn Jahre in diesen Drecksraum reingeguckt. Dachte mir so, okay. Lesen wir mal, was denn an der... Alter, Christian, ich hatte gerade den schlimmsten Jumpscare, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ich bin einfach aufgesprungen und habe das komplette Licht zerstört. ja, ist ein tolles Cozy-Game. Ja, ne? Also macht Spaß, ja? Wir machen es jetzt mal so. Wir gehen jetzt zu dieser scheiß Klingel. Warum bell ich? Warum hab ich jetzt gebellt? 1, 2, 3. Ready for creepy me. Ich hasse dich. Kühlschrank. Wir können den Code eingeben. Ring it again, remind me of my failures. Ring it again, remind me of my fail. Jetzt steht das überall? Ring it again? Okay, ich gehe zurück zur Glocke. Ring, ring! Hello there. Ah! Mann, warum spiele ich denn die Scheiße? Ja, es ist ein Püppchen. Da! Ah! Ah! Gut, gehen wir nach oben. Ja, schon mal super aus. Okay, ich brauche jetzt die Fishing Hook. 7248, das ist der Kühlschrankcode.
Wie komme ich hier raus? Wie komme ich raus? Wie komme ich? Wie komme ich aus der Scheiße? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht aus der Kamera. Okay. Ich gehe jetzt hier nach unten auf die Leiter, Fishing Rod. Dann hole ich aus dem Drain das Ding und das ist wahrscheinlich ein Schlüssel für die eine Tür, die dort ist. So, jetzt gehe ich wieder nach oben. Es war halt ewig nichts und das macht mir gerade so Angst. Picked up a golden key. Und jetzt mache ich die Tür auf. Schlafzimmer? Och nee, nee. 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 Ja, die steht halt legit dahinter. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ring. Was ist das zweite? Also, ich gehe jetzt zur Klingel und klingel. Okay. Sekunde. Erstens klingel. Ist das ein Fahrstuhl oder so? Ich weiß es doch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Es hat sich halt gefühlt gar nichts getan. Okay, schauen wir nochmal hier. Okay. Erstens klingeln. Zweitens pissen, Alter. Ist das ein Pissoir? Was ist das? Irgendwas mit Energie? Warum tue ich mir die Scheiße an? Warum habe ich mich dazu entschieden? Hey, heute spiele ich dieses Spiel. Ich habe gleich legit keinen Bock mehr. Ich wüsste nicht, warum ich noch Bock haben soll. So, wir gehen mal zu Bell. Das macht mir keine Angst mehr. Ich bin nämlich Horror-Experte. Wie geht's hier rein? Huch! Ein Keller. Das ist ja sonderbar. Der Weg ist versperrt. Sie hat Planken. Am ganzen Körper. Eine Axt. Jetzt kann ich sie endlich zerstören. Ich hab so Schiss. Oh ja, gleich kriege ich den übelsten Jumpscare in die Fresse. Wird's gerade dunkel? Was soll ich denn jetzt tun?
Los, jetzt guck mich an. Erschreck mich, komm. Madame, es geht so nicht weiter. Es geht so nicht weiter, Madame. Ich müsste mal mit Ihnen sprechen. Ich müsste mal mit Ihnen sprechen. Na komm. Ja, los, erschreck mich, erschreck mich. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal bin ich vorbereitet. Ja, sag ich doch. Walk away. Sie hat geschrieben, ich soll weggehen. Ich gehe weg. Ist mir völlig egal. Ich hau jetzt ab. Ciao. Reicht mir. Ich werde garantiert nicht nochmal diese Drecks-Klingel klingeln. Könnt ihr vergessen. Finn. Perfekt. Alte 4. Super. Ach, da rufe ich doch noch Christian an und sag ihm, wie viel Spaß ich hatte. Das war ja der reine Hammer. Hab's durchgespielt. Ja, ja und wie war's? Übel entspannt. Stresstechnisch war es gar nicht so doll. Geschrien zum Beispiel, wie früher, ne? Hab ich nie. Ich hab dich nochmal angerufen, jetzt nochmal, um mich nochmal zu bedanken. Kein Problem. Ja, Christian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Kannst du noch einmal die Klingel drücken?